Name ist Christian Kreis. Ich war früher 7 Jahre lang Investmentbanker und bin jetzt seit gut 20 Jahren Hochschullehrer für Investitionen und Finanzierung. Ich möchte heute ansprechen ein Thema, das vielen Menschen vielleicht schon mal aufgekommen ist. Wie entwickelt sich unser realer Wohlstand in unserem Leben und was bekommen wir über die Medien, über die offiziellen wissenschaftlichen Kanäle kommuniziert zum Wirtschaftswachstum? Denn offiziell, laut Statistischem Bundesamt, erfahren wir, dass wir fast ständig Wirtschaftswachstum haben. Zum Beispiel in den letzten 25 Jahren, in den letzten Generationen hatten wir pro Kopf Kaufkraft bereinigt etwa 25% Wirtschaftswachstum in Deutschland. Also laut den offiziellen Statistiken geht es uns heute um 25% besser. Dem durchschnittlichen Menschen in Deutschland geht es ein Viertel besser als vor einer Generation. Wenn man aber dann die Menschen fragt über Umfragen, dann erfährt man zum Beispiel in konservative Presse, Welt, noch nie war es so schwer oder selten war es so schwer für junge Familien, ein Eigenheim zu erwerben. Also heute ist es teilweise schwerer als vor 25 Jahren für junge Familien, die eigenen vier Wände sich zu finanzieren. Oder wenn man fragt, ist es denn einem Elternteil möglich, die ganze Familie zu ernähren? Sagen ganz viele Menschen, nein, nein, dafür reicht das Geld nicht. Eigentlich müssen heute beide Eltern arbeiten, um die Familie zu finanzieren. Vielleicht nicht beide Vollzeit, aber beide müssen arbeiten. Ich habe als Jugendlicher, als Kind erlebt, dass noch einer, der Papa damals, für die ganze Familie sorgen kann. Das war vor 40, 50 Jahren, das ist heute nicht mehr möglich. Also viele Statistiken zeigen, dass es den Menschen real gefühlt, wenn man sie fragt, wie geht es dir im täglichen Leben, sagen, eigentlich geht es nicht so gut, geht eigentlich teilweise schlechter als vor 25 Jahren. Besonders frappierend ist es in den USA, nach Umfragen, sagen die Amerikaner heute laut Wall Street Journal, 2/3 der Amerikaner, den amerikanischen Traum gibt's nicht mehr. Vom Tellerwäscher zum Millionär, durch harte Arbeit komme ich hoch, unabhängig von der Herkunft. 2/3 der Amerikaner glauben das nicht mehr. Wall Street Journal sagt, noch nie war es so schwer für junge Familien, die eigenen vier Wände zu erwerben. Wow. Also, worauf ich hinweisen möchte, wir sehen einen großen Unterschied zwischen den offiziell berichteten Zahlen, dass es uns pro Kopf ständig besser geht. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nach Inflation, Kaufkraft bereinigt, nimmt ständig zu. Aber den Menschen real, nach vielen, vielen Umfragen, geht es nicht besser. Was ist da der Grund? Und ich möchte heute einen Punkt herausgreifen. Ein Punkt, den man benennen kann, unnötige Arbeit oder unsinnige Arbeit oder Arbeit, die keinen Wert schafft, die keinen Mehrwert geistig, seelische, körperliche Art für die Menschen schafft. Und dafür ein paar wenige Beispiele. Die Zahl der Steuerberater und Beraterinnen in Deutschland hat sich in den letzten 50 Jahren versechsfacht, vervielfacht. Die Zahl der Wirtschaftsprüfer hat sich verzehnfacht. Die Zahl der Rechtsanwälte hat sich von 1950 bis heute mehr als verzehnfacht. Also wir sehen bestimmte Berufsgruppen, das sind sehr, sehr anständige Menschen. Ich sage nichts gegen einzelne Steuerberaterinnen, Steuerberater oder Rechtsanwälte, feine Menschen. Wir sehen hier Berufsgruppen dramatisch wachsen, die ständig unser BIP steigern. Jetzt hatten wir zum Beispiel einen guten Freund von uns, der war Rechtsanwalt. Er ist dann vorzeitig in Ruhestand gegangen, weil er gesagt hat, ich habe keine Lust mehr. Ich muss diese ganzen Streitereien, ist jetzt der Apfel auf die Seite, auf jener Seite vom Grundstück gefallen, die Nachbarn, die sich streiten. Ich habe keine Lust mehr, ich verdiene gut, aber ich mache vollkommen unsinnige Arbeit. Das heißt, je mehr wir uns streiten, umso mehr Anwälte brauchen wir und da findet keine Wertschöpfung statt. Was machen Steuerberater? Steuerberaterinnen sind im Wesentlichen da für die großen Konzerne, damit die Steuern minimiert werden und für die wohlhabenden Menschen, damit weniger Steuer bezahlt werden. Also Steuerberaterinnen, Steuerberater haben zum guten Teil die Aufgabe, die Steuerlast von den Reichen zu den Ärmeren zu schichten. Denn irgendwann muss sie die Schulen finanzieren und die Straßen und die Kindergärten. Also wir sehen hier Berufsgruppen wachsen, die formal unser Wirtschaftswachstum ständig beflügeln, real schaffen diese Menschen aber kein bisschen Wert, im Gegenteil.
Im Gegenteil. Im Falle von Steuerberater, Steuerberaterinnen wird sogar die Steuerlast von den Reichen auf die Armen verschoben. Und noch ein drittes Segment. Security, Sicherheitsausgaben, Ausgaben für Kameras, aber vor allem für Security-Personal. Vor 10, 20 Jahren gab es in Deutschland fast keine Security-Leute. Heute sieht man sie überall, vor allem bei der Bundesbahn, ständig Security-Leute, Security. Die Ausgaben für Security, für Sicherheitsdienste haben sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren etwa vervierfacht. Eine grandiose Wachstumsbranche. Wir haben immer mehr Kameras, immer mehr Security-Personal. Was heißt es real? Real heißt es, dass wir ärmer werden, denn irgendwer muss die Kameras produzieren. Die ganzen Security-Menschen, die müssen ja essen, müssen schlafen, brauchen Kleidung, die müssen von allen anderen mitfinanziert werden. Das heißt, je mehr Security wir haben, je mehr Wachstum im Security-Bereich, umso ärmer werden wir. Was steckt dahinter, wenn wir jetzt bei Streitsucht bleiben oder bei Security? Warum haben wir so viel mehr Sicherheitspersonal als wie vor gut 20 Jahren? Die Angst der Bürger vor Kriminalität oder die Kriminalität nimmt stark zu. Und man muss hier unterscheiden zwischen der Angst vor Kriminalität und der tatsächlichen Kriminalität. Das macht teilweise Unterschied, weil nicht alle Delikte gemeldet werden. Nach den Unterlagen, die vorliegen, nimmt die Furcht vor Kriminalität in den letzten Jahren stark zu. Und wenn diese Furcht zunimmt, dann brauche ich mehr Security, dann brauche ich mehr Überwachungspersonal. Also der Grund letztlich hinter diesen Wachstumsbranchen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder Security, der Grund dahinter ist letztlich abnehmende Moral, abnehmende Ethikstandards. Die Menschen halten sich nicht mehr so stark an die Regeln. Betrug nimmt zu, Egoismus nimmt zu, bis hin dazu, dass Kriminalität zunimmt. Also der eigentliche Grund dafür, für diese Wachstumsbranchen, sind sinkende Moralstandards. Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, wenn die Moral weiter sinkt, immer weiter sinkt, dann werden wir bestimmte Branchen zum Blühen bringen, die aber keinerlei Mehrwert schaffen, sondern die versuchen, einen Zustand herzustellen, der vorher ohnehin da war, nämlich keine Kriminalität. Sicherheit auf den Straßen, Sicherheit auf den Bahnhöfen, Sicherheit auf einsamen Wegen. Also je mehr die Moralstandards sinken, umso mehr werden wir Wachstumsbranchen haben, die uns real, aber ärmer machen. Was steckt nun hinter der sinkenden Moral? Anthroposophisch gesprochen hängt Moral sehr stark zusammen mit Spiritualität oder Materialismus. Anthroposophisch gesprochen, mit Rudolf Steiner zu sprechen, je stärker der Materialismus zunimmt, je geringer die Spiritualität wird, umso mehr wird die Moral abnehmen. Warum? Warum? Auch die Religiosität nimmt ja seit Jahrzehnten von Generation zu Generation ab. Warum führt es zu einer zurückgehenden Ethik in der Anthroposophie für Rudolf Steiner? Das Bild ist, dass hinter dem Menschen, wenn ich ihn spirituell anschaue, ein Göttliches steht, ein Ewiges, ein Transzendentes, ein Grandioses. Hinter jedem menschlichen Wesen steckt ein Ewiges, ein Grandioses. Und aus diesem Geistigen heraus, aus diesem Spirituellen heraus, entsteht auch echte Menschenehrfurcht, echter Respekt, echter Anstand, echte Wertschätzung des anderen. Das heißt, wenn wir diese Spiritualität, dieses geistige Element den Menschen nehmen, über abnehmende Religiosität, abnehmende Spiritualität, dann werden wir immer weniger in dem anderen Menschen dieses Ewige sehen, dieses Göttliche. Man kann es über verschiedene Religionen ausdrücken, schamanistisch oder hinduistisch oder christlich, dass dieses Ewige dahinter. Das heißt, dass dieses Ewige dahinter als der Kern für Moral, dass man wirklich sagt, ich muss anständig sein in mir, weil dieses andere Wesen, das dort dahinter steckt, dieses Geistige, das hat etwas Unendliches, etwas unendlich Wertschätzendes. Und nur daraus kann wirklich wahre Menschenwürde entstehen.
Das heißt, in dem Maße, wo der Materialismus zunimmt in unserem Land, in dem Moment, wo die Irreligiosität zunimmt, wird Moral abnehmen. Das ist die Prognose von Rudolf Steiner schon vor über 100 Jahren. Und genau das sehen wir. Genau das sehen wir in unserem Land, in vielen anderen Ländern. Dadurch, dass der Siegeszug des Materialismus nach wie vor fast ungebrochen ist, werden die Menschen immer irdischer, immer erdbezogener, immer materieller, immer mehr auf Geld, immer mehr auf Ego, immer mehr an den Egoismus getrieben und die Moral verfällt. Das heißt, die Prognosen von Rudolf Steiner sind sehr stark eingetreten in den letzten 100 Jahren, dass bei zunehmendem Materialismus Moral verfällt und damit auch unser Wirtschaftswachstum geschwächt wird, unser reales Wohlergehen geschwächt wird. Was können wir dagegen tun? Naja, die Lösung ist einfach, aber das Einfache ist oft sehr schwer. Wir sollten zurück zu dieser ursprünglichen Spiritualität, die wir gerade in unserem Land ganz stark hatten, diese idealistische Bewegung, das Volk der Dichter und Denker mit Schiller, Goethe, Lessing, die ganze klassische Musik, diese Hochblüte des Idealismus in Mitteleuropa, die war ganz grandios. Lasst uns dahin zurückkehren, lasst uns wieder anknüpfen an diese ungeheure Spiritualität, Geistigkeit, die wir schon einmal hatten, die eine solche sensationelle Blüte hatte in Mitteleuropa. Da heißt es, zurückzukehren, zurück zu diesem Spirituellen, zu dem Idealen, zu dem Idealistischen, dass der Mensch nicht nur ein Klümpchen Atome ist, mit dem ich tun kann, was ich will, nach materialistischer Weltanschauung. Der Mensch ist nur ein Bündel von Materie. Diese Weltsicht wird über unsere Gedanken nach und nach und nach auch eine Wirklichkeit produzieren, dass wir so miteinander umgehen werden, wie mit einem Bündel Atomen. Da ist kein Respekt mehr. Da ist keine Ehrfurcht mehr für einen Bündelatom. Lasst uns zurückkehren zu dieser Spiritualität. Lasst uns die Spiritualität, den Idealismus aufgreifen. Und wir können diesen Trend zu immer stärkerem Moralverfall umkehren und können unser Leben dadurch gesellschaftlich, aber auch individuell wieder auf einen positiven, lichten Pfad führen. Danke.